Ja, also das ist ein bisschen komisch, aber wir lassen den erstmal hier stehen. Bis wir das Laser-Dingens da gebaut haben, was ja auch nicht mehr lang dauert. Repair Packs hatte ich eigentlich automatisiert, aber ich glaube, die Zulieferung von den Repair Packs hatte ich einmal weggenommen gehabt, weil es die Roboter blockiert hatte. Also wenn man sowohl Repair Packs als auch Roboter reinlegte, dann klappte das nicht so ganz. Aber dafür habe ich doch jetzt eine extra Geste gemacht. Und hier sind ganz viele Repair Packs. Aber sind das auch die richtigen Repair Packs für die richtigen Roboter? Das ist eine gute Frage. Construction Robots. Nee, die Repair Packs fehlen gar nicht. Es fehlen nur die Roboter, die das alles machen sollen und die hier an. Und die hier aufgelisteten Sachen, die fehlen halt. Also vor allem blaue Kisten kann ich schon mal ein paar machen. So, wir werden angegriffen, aber das ist wieder unten links. Das sollte eigentlich okay sein. Ja, ist schon alles zerlegt. Gut, gut. Also blaue Kisten, Fluidhändler. Da, Baufluidhändler. Hol komische Rotorblätter. Oh, warum haben wir keine komischen Rotorblätter? Wir kein Kupfer haben. Ja, okay. Kupfer. Ja, es staut sich jetzt irgendwie hier, weil die ganzen Roboter alle gerne Strom hätten, weil sie den ganzen Tag Eisenerz transportieren. Sind die zu schnell ausgelastet? Fast. Ich brauche viel mehr von den guten Aufladedingern. Das ist krass. Habe ich zu viel noch ein paar Robots auf Tasche? Nö. Ja, aber jetzt Kupfererz. Warum läuft das Kupfererz hier alles nur auf einem Band? Weil es nur ein Ding ist. Das ist gerechtfertigt, ja. So. Ja. Machen wir weiter. MK1-Bots. Blei. Ich hol mal kurz Blei von unten. Da. Blei. Blei. Bau bitte zwei von den tollen Roboports. Das wird auf jeden Fall helfen. Und schmeiß ein wenig von dem Zeug, das wir gerade selber hergestellt haben, hier in diesen Wulst aus Taschen. Und zwar die Kisten, aber nur 10. Die Fluidhändler, die... ein paar Mauern... Rest nicht so wirklich. Ne. Was war noch auf der Liste? 20 mal Boiler und 11 mal die Blauen. Die Blauen werden noch hergestellt. Es mangelt nur gerade an irgendwas, was ich nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Wahrscheinlich auch irgendwas Kupferartiges wieder. Und... Boiler habe ich nicht automatisiert, ne? Also die MK1 Boiler. Oh, Lasergun ist fertig. Sehr schön. Wird gleich gebaut. Und dann gleich im selben Atemzug die Laser-Shotgun. Oh, nicht, stopp, stopp. Nee, ist okay. Mach, ist okay. Dann haben wir die auch endlich mal. Boiler. Genau, ich wollte gucken, ob wir irgendwo Boiler herstellen. Nein, 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 nein. Nö. Okay. Dann baue ich jetzt Boiler. Was soll's? Du da, du da. So, so. Du stellst bitte hier Stromzeug. MK1 Boiler. Dafür brauchst du Pipes. Oh, Crude-Rotoren haben wir selber sogar in der Herstellung. Aber ich glaube, Stone Furnace nicht. Mach trotzdem schon mal. Du hättest gerne Rohre. Du hättest gerne die da. Keine 50.
10 und Crude Rotors waren Intermediaries hier. 10 Stück davon. Ja, dann Stone Furnace, hm? Irgendwas ist hier nicht. Du darfst da gar nicht hin. Stehst da falsch. Muss ich gleich ändern. Shift rechts, Shift links. Weg, weg, weg. Shift rechts, Shift links. Weg. So. Alles okay? Du musst nicht schnell arbeiten. Du musst nur arbeiten. Aber das... Man merkt echt nur, dass ich angeschlagen bin, ha? Huh? Shift rechts, Shift links. Die Roboter müssen nicht so verarscht vorkommen. Judgment Day kommt immer näher. Du. So. Notiz an selbst, niemals mit Fieber Factorio spielen. So. Angriff. Oben links. Was? Oben links ist was zerstört? Oh, da muss ein König oder so dabei sein. Aber selbst die sollten wir einigermaßen schaffen. Also, bau da, damit der Zukunfts-Girogon nicht auf die Idee kommt, hier irgendwelche Sachen dicht zu bauen. Dann stehst du bitte hier. Stone Furnace. Du brauchst nur Stein. Das sollte machbar sein. Du hättest gerne... Wo versteckt sich Stein? Stein. Wir beschränken dich auf ein Stack Furnace. Beschränken dich auf ein Stack Boiler. Okay. Alles wohl okay. 7 Türme schießen noch irgendwo, aber das ist okay. Kupfer geht durch bis zum Ende. Die sind alle am Arbeiten. Aber es werden... Was? 500 Router, die nichts zu tun haben. Es kommt kein Eisen hier hinten an. Ja, das ist nicht so schön. Eigentlich die alle noch mit Kisten versehen, ne? Wo kann ich die da nicht mit... Hatte ich nicht vorgehabt, hier irgendwas Neues zu machen? Warte mal. Genau, das hier unten wollte ich ja weiter ausbauen. Ach, so war das. Okay, wie schaut es mit Metallplatten, Eisenplatten aus? Eisenplatten sind bei 11.000, das ist okay. Kupferplatten sind das Problem gerade. Ich fange mal an, hier ein bisschen abzubauen. So. Hier fehlt schon wieder eine ganze Reihe. Das heißt, das obere Ding ist leer. Boah, wo, wie vorhersehbar. Du. Da. Mach so. Ich glaube, ich hätte ganz gerne noch einen von diesen Super Drills. Dann bräuchte ich nur einen Super Drill für Eisen, einen Super... Einen Super Drill für Kupfer und Go-Go. Und du machst das bitte nicht so, sondern du machst das bitte ein bisschen zicke-zacke. So. Stromspar. Jetzt soll es wieder gehen. Für 10 Minuten oder so. Bis das nächste Ding ausfällt. Auweia. Du. Sag mir die Ressourcen. Platten tauchen nicht auf. Grüne Chips tauchen fast gar nicht mehr auf. Nur noch ganz unten sieht man noch 56 Stück. Ja. Und flupp, wechseln die grünen Chips. Ja. Harte Zeiten kommen auf uns zu. Harte Zeiten. Ich sollte rote Chips wieder pausieren. Rechts drehen. Das heißt, es arbeiten jetzt nur 2 von 4 roten Chips. Merkt ihr das, Gerogon? Hättest du dir auch merken können, dass man solche Fabriken begrenzen soll. Dann könntest du mich das sparen mit dem Drehen. Und einfach sagen, es kommt in jede Kiste nur 4... Oh. Oh.
waren alle Kisten beschränkt, bis auf die eine. Weil jetzt können die ruhig arbeiten, wenn die Kisten ja eh dann durchgehend voll sind. Ja, sollte okay sein. Das ist das. Lasergewehr wollte ich bauen, genau. Da, piu piu. Ich brauche Glas. Ja. Okay. Dafür brauche ich Sand und ich muss es einfach nur schmelzen. Das macht Sinn. Habe ich noch Sand? Nein, ich habe keinen Sand natürlich da, wo ich es schnell abholen könnte. Also hole ich es mir von da. Und nehme gleich mal alles mit. Eine freie Schmelze habe ich unten stehen, wo ich eigentlich Eisen einschmelzen will. Mal gucken, wie schnell das geht. Zack. Ja, doch, ziemlich schnell. Wobei ich eigentlich nur 4 oder so brauche, aber ich lasse das jetzt einmal durchlaufen, damit ich davon einen ganzen Stack habe. Dann kann ich auch gleich mal sehen, ob ein Stack Glas genauso groß ist wie ein Stack Sand. Trotzdem hätte ich schon mal ein paar ganz gerne davon für... Da. Ich glaube, wir brauchten 2 für den Panzer, ne? Ja, und einen Rocket Launcher und den Tank. Ich denke, ich werde den Tank vorher reparieren müssen. Wobei, nee, muss ich gar nicht. Das konnte ich bei der Power Armor ja auch ignorieren. Dass die eine MK2 Rüstung von den 2, die man brauchte, beschädigt war. Also ich sack jetzt einfach den Panzer hier oben ein. War doch hier oben, oder? Bin irgendwo gegen die Wand gefahren. Oh. Komm mal mit. Ein. ETF. Ja, du machst das schon. Ja, irgendwo bin ich gegen die Wand gefahren, aber nicht hier. Dann wahrscheinlich weiter unten. Ja. Okay, lauf runter, lauf runter, lauf runter. Bip, bip. Oh, hallo Jungs. Ihr wollt mir Chips geben? Grüne Chips sogar. Das ist ein gutes Zeichen. Die sollten ja eigentlich laut meiner Theorie alle sein. Was ist das? Zink? Ja, Zinkplatten. Ich platziere ich mal. Nom 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 nom. Nom nom. So, jetzt aber Panzer. So, und ein Raketenwerfer bauen. Die brauchen wir auch für den Panzer. Und der Panzer kann auf den Raketen schießen. Das heißt, ich müsste auch noch Raketen bauen wahrscheinlich. Und Cannon Shells. Dafür bräuchte ich Explosives. Explosives habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Ich hatte ja mal in der unteren Anlage hier irgendwo... eine Explosionsfabrik. Also eine Fabrik für Explosives. Aber die hat sich inzwischen zerlegt. Das heißt, wir werden nur irgendwo einen kleinen Vorrat an Stangen haben. Sieht man das hier irgendwo? Da. Ding. Sehr gut. Baue er mir einen Lasertank. Sehr schön. Steht da irgendwas bei? Lasertank that can also shoot rockets. Ja. Rockets? Rockets. Bau mal 5 Rockets fürs Erste. So, es fehlen keine MK1-Spoiler mehr und es fehlen keine MK2 Steam Engines. Das heißt, entweder ist das Ding fertig oder das Blueprint ist weg, ja. Ich brauche gleich eine Pause. Blueprint. Komm her, Blueprint. So. Jetzt wird er gleich wieder richtig meckern, richtig? Richtig. Wobei die Sachen eigentlich inzwischen vorhanden sein sollten. Hier, gib mir mal das Tungstenzeug. Zeig mir eine Kiste. Na, grüne Chips sind auf 500 hoch. Sehr schön. Und wir haben 1200 rote Chips. Das wird der Vorrat sein, den ich hier begrenzt habe. Oder ein bisschen was extra irgendwo in anderen Kisten. Oh, der Panzer ist fertig. Okay, also nächste Folge Panzer testen. Jetzt erstmal ein Hustsaft. Bis gleich.